Inspiration. Wir leben das Gegenteil. Wir unterdrücken unsere Inspiration. Inspiration. Ein schönes Bild ist das eines Sonnenstrahls, der vermeint, von der Sonne getrennt zu sein, alleine zu leuchten. Wie einsam fühlt sich dieser Sonnenstrahl, wie verlassen, ohne Antwort auf seine Fragen, ohne seine Zweifel zu einer Lösung führen zu können, verloren im kalten Weltall. Könnte er nur ahnen, dass er Kind der Sonne ist? Die Inspiration. Vielleicht ist man geneigt, sie mit der Kreativität zu verwechseln, ist mit Worten aus ihrem Ursinn heraus nicht zu erklären. Die Inspiration ist die Kraft der Schöpfung, welche das Herkömmliche zu etwas Besonderem im Geiste des Allerschaffenden macht. Die Inspiration ist der Augenblick, in dem das Heilige offenbar wird, die Natur in ihrer Gänze aufscheint. Sinngemäß, systemgemäß, nur einen Augenblick, denn per Definition ist die Inspiration lediglich ein Geistesblitz. Doch dieser Geistesblitz ist kein Geist des Ego. Er ist die Wahrheit hinter der Lüge. Er ist die Freude hinter all dem Leid. Er ist das Leben, das den Tod negiert. Er ist Aktion vor der Tatenlosigkeit. Er ist Wahrhaftigkeit, die allen Hochmut zerschmettert. Er führt uns in die Wirklichkeit, die wir blind, geblendet durch das Gesellschaftssystem und seine Ansprüche nie sehen konnten. Die Besonderheit dieses Geistesblitzes aber ist, dass seine Helligkeit nie vergeht, dass sie immer da leuchtet. Ja, seine Helligkeit stetig zunimmt. Das bedeutet Inspiration. Darum ist dieser Begriff von immenser Wichtigkeit. Die Inspiration eröffnet die Welt zu einer vollkommen neuen, diametralen Bedeutung gegenüber dem Unsinn des Ego-Bewusstseins. Es kommt einer Kerze gleich, die schon immer auf dem Altar, der in jedem von uns als Teil der Liebe der Schöpfung bereitet ist, brennt. Sie wird zum Feuer der Gnade und des Liebreizes, vor deren Licht die Dunkelheit der Ego-Gesetze, denen wir uns unterworfen hatten, ganz einfach verschwinden. Inspiration. Der Spirit, der wahre Geist, tut sich auf. Er kann in allem aufleuchten, was du im Sinne der Wahrhaftigkeit tust. Das meint, die Einmaligkeit in der ungeheuren Vielfalt zu sehen. Es ist dieser heilige Augenblick, der schon immer sehnsüchtig auf dich gewartet, den dein Ego, du, im Auftrag deines Egos, mit Füßen getreten hast, den du angespuckt hast, mit Verachtung gestraft, den dein überhebliches, nur angebliches Wissen zu beurteilen vermeinte. Ihn, der doch jedes Urteil unnötig macht, die Arroganz deiner Lächerlichkeit ad absurdum führt. Doch fühle dich nicht herabgesetzt. Die Erkenntnis, die dir vermittelt werden soll, ist voll überbordender Zärtlichkeit. Nicht du wirst der Lächerlichkeit preisgegeben, sondern dieses verhängnisvolle, aus vollkommenem Unsinn entstandene, von seiner Macht trunkene Etwas, mit dem du, Nichtwissender, einen furchtbaren Vertrag geschlossen hast, über Qualen, Leid und Lügen, die du bestätigst, dich ausmachen. Die Inspiration ist, dass nichts davon, nichts von diesen Horrorszenarien je wahr gewesen ist. Das funktioniert nicht. Die Entscheidung ist endgültig. Es gibt lediglich ein Ganzes. Wer die Definition des immerwährenden Leides bis zum Tod, dem Ende jeder Kommunikation mit der Schöpfung wählt, der wird die andere Seite, die eigentlich einzige Seite, nicht erkennen können. Denn hier existieren die Schuld und Sünde
das Verderben, aus dem er sich definiert, nicht. Er wird sie also auch nicht entdecken können. Inspiration heißt Umdefinierung, Wandel, sanfter Wandel, eine Veränderung, die nicht wehtut. Denn wie könnte die Liebe ihren Kindern jemals Schmerz zufügen? Das tut nur das Ego. Doch so wie das Ego Einbildung ist, ist es auch der geistige Schmerz, den es verursachen möchte, den es verursacht. Mit der Inspiration erheben wir uns aus diesem Grab, treten ans Licht, welches wir nun deutlich sehen hinter all den verzerrten Masken der Welt, die uns das Unbewusste zeichnen. Wir lösen die Vergangenheit auf, mit ihr die projizierte Unwahrheit über die Zukunft. Diese Transzendenz, die wir erfahren, ist als das höchste Gut, als die Erleuchtung, der goldene Gral in allen Religionen dieser Erde verborgen. Gerade der Zen-Buddhismus kommt ihr in seiner vollkommen rigorosen Art und Weise ungemein nahe. Doch wird hier genauso rigide die Erleuchtung im Augenblick gesucht. Das kann funktionieren, ist aber ebenfalls nur einer von unzähligen Wegen. Auch andere Bestrebungen, das Asketentum, das Leben als Priester, als Eremit, können, müssen aber nicht zur entscheidenden Einsicht führen. Manches Mal geschieht es so, dass der Asket sein Asketentum stolz vor sich herträgt. Hier ist kein Asket, da ist nur aufgeblasenes Ego. Ein Bild, das nicht einmal verrotten kann, weil es nie existiert. Die Schöpfung passiert im Jetzt. Alles passiert im Jetzt. Vergangenheit und Zukunft sind nur selektierte Gräuelbilder, geschaffen, um dich zu fesseln in der postulierten, von dir angenommenen Vergänglichkeit. Das Jetzt, das dich durch die Inspiration erfährt, das du durch die Inspiration erfährst, kann aus seinem Ursinn heraus nichts anderes erkennen als sich selbst. Das macht deutlich, dass andere Zustände als das Jetzt nie existiert haben. Sie sind nur Träume, Hirngespinste, Gedankenbilder, verzerrte Fragmente, zurechtgeschustert vom Irrsinn, vom Chaos, mit dem einzigen Ziel, dich in der Angst zu halten. Und nochmal, wie soll es jemals der allumfassenden Liebe möglich sein, Schmerz zuzufügen, Angst zu machen, Verzweiflung oder Tod zu generieren? Versteh mich richtig, Liebe allumfassend. Allein der Gedanke, dass die Liebe, die Schöpfung solchen fähig wäre, macht lachen. Diese Erkenntnis vermittelt uns die Inspiration. Sie zeigt uns, die wir blind waren, die Wunder auf. Die ungezählte Menge an Wundern, die sich in der Schöpfung zum allumfassenden Wunder, dessen Teil sie in jedem von uns sind, vereinigen. Der Blick der Wahrheit, den uns die Inspiration vermittelt, ermöglicht, ist weltenallerschütternd. In einem einzigen heiligen Augenblick tut sich ein Himmelreich auf, da, wo vorher die kahle, traurige, dem Tod überschriebene Einöde tunlichst durch übelmeinende Symbole aller Art verhüllt wurde. Wo Mauern aus Vorurteilen, Falschinformationen, zwangsläufigen Fehlinterpretationen, Lügen, Missgunst, Hass, Rache, Schuld, Sünde, Gier und Verachtung ein Gefängnis gestaltet haben, in welches wir uns freiwillig begeben, das wir verzweifelt ein wenig gemütlicher zu machen versuchen, erklärt das alles Verstehende, alles Sehende, alles umfassende Erfassen der Inspiration diese üblen Dinge für nicht existent und fick die fauligen Schleier fort, die dir von dir selbst auferlegt worden, der du blind für die Liebe der Schöpfung zu dir ganz persönlich warst.
Das wiederum heißt eindeutig Freude. Was für ein Jubel in dem, was du für dich erkennst. Alle Schuld ist verschwunden. Die Sünde kann nie existiert haben. Der Tod hat sich in die strahlend schöne Blume des ewigen Lebens in Liebe verwandelt. Der Tod, dem die Inspiration der Freude und Liebe als inhaltsleeren Windbeutel entlarvt, ist das größte Hindernis, das wir zwischen unser erbärmliches Sein als Untertanen des Ego und die Wirklichkeit der Herrlichkeit und Anmut der Schöpfung stellen. Nicht einmal wirklich anzusehen, wagen wir diese zornige, unbarmherzige Maske. Doch wie feuchter Sand, der trocken wird, in seiner Figürlichkeit zerfällt, so entschwindet das Entsetzen. Die Sonne der Liebe strahlt im Glanz aller erschaffenen Universen, im vollkommenen Ganzen. Die Fratze des Todes ist Illusion und hat keine Bedeutung, hat sie nie gehabt. Niemand ist je gestorben. In dem, was sich hinter, über, durch, in dieser nicht existenten Fratze der Illusion auftut, ist die Vollendung. Die Vollendung der Schönheit, der Liebe, des Friedens, ihre Ausdehnung in die Ewigkeit. Jedes der Wörter, so zum Beispiel Vertrauen, Liebe, Inspiration, Dankbarkeit, über die hier geredet wird, hat lediglich genau die Bedeutung, die du ihm gibst. Du kannst durchaus nicht verstehen, missverstehen. Das liegt alleine an dir und deiner Bereitschaft, dich zu öffnen, hinter die Machenschaften dessen zu blicken, der dir all diesen Schmerz bereitet. Die Worte jedoch werden nicht vergehen. Sie sind in ihrer für dich vielleicht nicht erkennbaren Bedeutung deinem Ursprung in der Schöpfung verwurzelt. Es ist überhaupt nicht möglich, sie schlecht auszulegen. Sie sind zu mächtig, heilig, wenn du es notierst. Alles macht Sinn. Fürchte dich nicht. Das Ego ist stark. Es wird dich mit mehr als Zweifeln quälen. Doch du legst diese Zweifel, diese Rätsel, die du nicht lösen kannst, einfach vor die Schöpfung. Du übergibst sie und sie sind nie gewesen. Du bist unschuldig und rein als Kind des Allumfassenden, der Schöpfung. Da kann keine Sünde sein, keine Hölle, keine Buße, kein Teufel, keine bösen Geister. Der Vorhang ist nicht gefallen, doch der Horrorfilm hat sich in seine Pixel aufgelöst. Was du nun siehst, ist ein alle Universen umfassendes, alles erfüllendes, alldimensionales, überragendes So-Sein der Liebe. Das wartet auf dich, benutzt du den Schlüssel, den dir die Inspiration immer wieder anbietet. Diese Inspiration, die in jedem Kind des Allerfassenden bereits leuchtet, hat die Eigenschaft, sich auszudehnen. Sie dehnt sich im Zeitlosen aus, bis sie in deinem Sein durch die Inspiration, den ewigen Augenblick, die Zeitlosigkeit der Zeit sichtbar gestalten. Dies ist Erkenntnis. Dies ist Grund zur tiefinnersten, nicht mehr an den Dingen haftenden Fröhlichkeit. Das macht den Buddha.